eine Viertelstunde fliegen und ringsrum ist alles tot, abgestorbene Bäume, umgefallene Bäume. Brandrodung in Borneo. Der Regenwald muss weichen und mit ihm die Waldbewohner. Stattdessen immer mehr Ölpalmenplantagen bis zum Horizont. Palmöl für unsere Küchen, für Kosmetik und für Biokraftstoffe. Ein Bayer kämpft in Borneo gegen die Feuerfront. Professor Florian Siegert will mit Wissenschaft den Regenwald retten. Wenn ich eine Ölpalmenplantage in einem Torfwald anlege, dann setzen wir das Vielfache an CO2 frei, als wir einsparen, wenn wir das als Biosprit verwenden. Biokraftstoffe als Mitverursacher für den Klimawandel und eine Ökokatastrophe in Indonesien mit weltweiten Auswirkungen. Seit 10 Tagen läuft in Doha der Klimagipfel. Wieder mal diskutiert die Weltgemeinschaft, wie Erderwärmung und CO2-Ausstoß in den Griff zu bekommen sind. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen jetzt handeln. Doch ist die Politik auf dem richtigen Weg? Kontrovers berichtet vor 2 Jahren über die Urwaldrodung in Indonesien. Eine unvorstellbare Katastrophe für Umwelt und Klima. Wir haben das Thema weiter verfolgt. Heute sind wir wieder bei Florian Siegert, mit dem wir seit Jahren die erschreckende Entwicklung in Indonesien beobachten. Hat sich die Situation inzwischen verbessert? Er zeigt uns neue Satellitenaufnahmen von Borneo. Weiter unzählige Brandherde. Tausende Hektar Wald vernichtet in diesem Jahr. Erst diesen Sommer war Professor Florian Sieger dort. Seine Bilanz. Wir stellen fest, durch den Vergleich der Satellitenbilder, dass der Holzeinschlag in den verbleibenden Wäldern sehr stark zugenommen hat. Also im Vergleich zu 2010 haben wir ungefähr die dreifache Fläche, die durch Holzeinschlag sozusagen beeinflusst ist. Und das ist ja die Vorstufe, um dann Plantagen anzulegen. Satellitenaufnahmen von 2010. Der Urwald ist intakt. Auf dem Fernsehmonitor Bilder von 2012. Die neuen Urwaldrodungen sind genau zu erkennen. Und innerhalb dieser Plantage wurden in den 2 Jahren ungefähr 10.000 Hektar neu abgeholzt. Rückblick. Seit Jahren brennt es in Indonesien. Brandrodung für Biokraftstoffe, wie hier in Borneo. Noch während man die Reste des Urwalds wegräumt, sind schon die ersten Setzlinge für Ölpalmen ausgebracht. Palmöl für Teller und Tank. 1 Milliardenmarkt. Bereits seit über 17 Jahren kämpft der Münchner Wissenschaftler Professor Florian Siegert gegen die Feuerfront im Urwald. Er erforscht Ursachen und Ausmaß der Zerstörung. Die Treibhausgasemissionen durch die Vernichtung der Wälder sind eine der schlimmsten Ursachen für den Klimawandel. Nach neueren Schätzungen gehen Wissenschaftler davon aus, dass durch die Brandrodung bis zu 20% der gesamten CO2-Emissionen auf der Erde verursacht werden. Dabei spielen tropische Regenwälder eine sehr, sehr große Rolle. Und eine noch größere Rolle spielen Regenwälder, die auf Torf wachsen, wie wir sie hier untersuchen, weil in diesen Gebieten durch nicht nur das CO2 aus der Biomasse der Bäume freigesetzt wird, sondern auch noch zusätzlich aus dem Torf. Juli 2010, Lagebesprechung in München. Florian Siegert und sein Team planen die schwierigen Einsätze in Indonesien. Hightech-Satellitenbilder liefern ihnen genaue Angaben über die Brände in Borneo. In Rot sieht man Feuer, die vom Satelliten im Jahr 2001 detektiert wurden. Ein Jahr später, wir sehen also, dass alle Flächen hier brennen. Da ist der Wald schon weitgehend weg. Und da gibt es eigentlich nur noch eine große
als mal sichtbare Fläche. Und das ist eben genau das Gebiet, in dem wir arbeiten. Die Waldflächen, die vernichtet wurden, sind in einem unfassbaren Ausmaß. Die toten Baumstämme liegen rum und da muss man dann entweder drüber steigen, drauf balancieren. Ist auch nicht ganz ungefährlich, da durchzulaufen. Mhm. 4 Wochen später geht es los für das Forscherteam nach Indonesien. In den Dschungel von Borneo, Zentral-Kalimantan. In ein Gebiet, wo sonst kaum jemand hinkommt. Vor Ort der Schock. Hier war noch vor kurzem Regenwald. Das ist einer dieser gefährlichen Stecken da, gell? Das Ausmaß der Brandkatastrophe übertraf damals selbst die schlimmsten Erwartungen. Auf einer riesigen Fläche, so groß wie das Saarland, sind Urwald- und Torfsümpfe vollkommen zerstört. Mit der Kamera dokumentierten die Forscher für uns ihren beschwerlichen Weg durch das zerstörte Gebiet. Alles ist tot. Das Feuer hat sich, wie man hier sehen kann, einen halben Meter tief in den Tief reingegraben und ist unter den Bäumen durchgebrannt, was dazu geführt hat, dass dann die Bäume reihenweise umgefallen sind. Die Brände haben sich kilometerlang unterirdisch durch den Urwaldboden gefressen. Wie Mikado-Stäbchen sind die Stämme zusammengefallen, soweit das Auge reicht. Als die Regenzeit die Brände endlich gelöscht hat, ist dort kein Wald mehr, um das Wasser zu speichern. Es entsteht eine übersäuerte Sumpflandschaft. Urwald wächst hier keiner mehr. Meine Kollegen, die das erste Mal dabei waren, die konnten es gar nicht glauben, dass wir eine halbe Stunde fliegt und alle Bäume liegen tot auf dem Torf. Also welche Flächen das sind, wie groß die Flächen sind, wie kaputt das ist. Ja? Also es ist schon dramatisch, diese Bilder zu sehen. Die Münchner Forscher versuchen, den Teil des Urwaldes zu erreichen, der nach dem Feuer noch steht. Es ist erst der Beginn ihrer Forschungsreise. Diese Ökokatastrophe ist keine Folge des Klimawandels, sondern eine Folge unserer Klimapolitik. Es ist eine reale Katastrophe, für die sich aber kaum jemand interessiert. Mitverantwortlich dafür der fragwürdige Anbau von Energiepflanzen bei uns in Deutschland und Europa. Mit Biogasanlagen will man das Energieproblem lösen. Ursprünglich ein guter Gedanke. Biogasanlagen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und sie werden nach wie vor kaum mit Bioabfällen betrieben, sondern vor allem mit Mais. Er ist für Landwirte einfach anzubauen und liefert eine hohe Energieausbeute. Der Mais, Anteil an der Ackerfläche, wird sich dann mit jeder Biogasanlage, die gebaut wird, steigern. Und wir haben dann die Probleme mit Monokulturen. Die Landwirte kämpfen mit immer mehr Pestiziden gegen den steigenden Schädlingsbefall bei nachwachsenden Rohstoffen. Für Natur und Tiere ein Desaster. Auch heute noch sterben jährlich mehr als 30% der Bienenvölker durch das Ausbringen von Pestiziden. Gerade auf den Monokulturen, sagen uns die Imker. Diese Maisflächen und Getreideflächen, die grüne Wüste, wo wir sagen, bringt ja den Bienen keinen Nektar und keinen Blütenpollen. Beim Mais nur ganz wenig. Und sie haben also keine Nahrungsgrundlage. Und der Bioenergieanbau frisst immer mehr Fläche. Wenn ich mich entschließe, in Deutschland anstelle der bisherigen Nahrungsmittelproduktion Bioenergie anzupflanzen, dann bedeutet das, ich muss irgendwo auf der Welt diese Nahrungsmittelproduktion erhöhen, um dieses Defizit zu korrigieren. Und das hängt ganz entscheidend davon ab, wo diese zusätzliche Produktion stattfindet. Wenn ich dafür die Savanne benutzen muss oder Grasland ganz allgemein oder gar den Urwald abhacken muss, dann sind die Emissionen, die damit verbunden sind, so groß, dass in den allermeisten Fällen eine negative Treibhausbilanz herauskommt.
Die Wissenschaftler sprechen bei diesem weltweiten Verdrängungseffekt von indirekter Landnutzungsänderung, kurz ILUG. Borneo vor 2 Jahren. Das bayerisch-indonesische Wissenschaftsteam um Florian Siegert untersucht die Torfmoore. Es geht bei ihrer Arbeit um die Rettung der Regenwälder. Sie arbeiten an einem neuen Konzept. Die Forscher vermessen in Zentral-Kalimantan die gesamte Biomasse, von der Wurzel im tiefen Torfboden bis zur Baumkrone. Denn die Regenwälder mit ihren Torfgebieten gehören zu den größten Speichern von klimaschädlichem Kohlenstoff. Solange der Regenwald keinen wirklichen ökonomischen Wert hat, wird er einfach gerodet werden, weil einfach man mit Ölpalme mehr verdienen kann oder mit anderen Nutzungsformen. Und es ist jetzt der erste Ansatz überhaupt, dem Wald einen ökonomischen Wert zu geben im Wirtschaftsleben. Ja. Bisher hatte der Wald einen Wert für Biodiversität als Ökosystem. Und unsere Aufgabe war es jetzt, den Regenwald zu vermessen und schauen, wie viel Kohlenstoff dort gespeichert ist. Die Idee ist einfach. Wer Kohlendioxidemissionen in der Industrie freisetzt, soll künftig dafür zahlen, indem er zum Ausgleich Kohlenstoffanteile am indonesischen Urwald kauft. Ein Anreiz für Finanzinvestoren, zum Beispiel an dem sogenannten Marktplatz für CO2-Zertifikate, in Anteile am bestehenden Urwald zu investieren, statt in Palmölplantagen, die die Wälder zerstören. Besonders interessant sind die Torfwälder, weil dort nicht nur die Biomasse, die in den Bäumen gespeichert ist, bewertet werden kann, sondern diese Bäume stehen auch auf bis zu 15, 20 Meter dicken Torfschichten. Und in diesem Torf sind ungeheure Mengen Kohlenstoff gespeichert, der eben dann freigesetzt wird, wenn diese Gebiete entwaldet werden. Der über Jahrtausende gespeicherte Kohlenstoff entweicht ungebremst aus dem Boden. Und erst recht, wenn Palmölplantagen auf ihm stehen. Im Jahr 2006 sind durch Torffeuer in Indonesien 900 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt worden. Das entspricht fast der Menge CO2, die ganz Deutschland pro Jahr in die Luft bläst. Die Zeit läuft gegen die Forscher, denn jedes Mal, wenn sie kommen, sind wieder riesige Flächen Regenwald verschwunden. Und wieder stellen sie bei genauem Hinsehen auf den Satellitenbildern fest, genau da, wo es gebrannt hat, entstehen kurze Zeit später Plantagen. Die Bilder aus dem All, vom deutschen Rapid-Eye-Satelliten präzise geschossen, liefern den eindeutigen Beweis. Die Früchte der Palmen werden in den kilometerlangen Plantagen geerntet und zu den Ölmühlen gebracht, wo sie zu Pflanzenöl gepresst werden. Für Nahrungsmittel, Kosmetik und Kraftstoff. Palmöl, das dann in alle Welt verkauft wird. Als Biosprit landet es in unseren Tanks und vor allem in Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Ökostrom. Es war lange ein lukratives Geschäft für Kraftwerksbetreiber, die dafür jede Menge Subventionen kassierten. Denn formal handelt es sich bei Palmöl, genau wie beim heimischen Raps, um Pflanzen aus landwirtschaftlichen Betrieben. Seit 2012 gibt es diese Förderung nicht mehr, aber der Strom aus den alten, bereits bestehenden Blockheizkraftwerken wird, laut Erneuerbare-Energien-Gesetz, für 20 Jahre gefördert. Alle Stromkunden müssen das mit einem Aufschlag auf ihrer Rechnung bezahlen. Wirtschaftswissenschaftler wie der Nobelpreisträger Vernon Smith, den wir auf einer Klimatagung in Kopenhagen treffen, kritisieren das heftig. Das ist eine extrem kostspielige Maßnahme. Und am Ende schadet sie mehr, als sie nützt. Indonesien, eine Gegend in der Nähe von Ketapang, Kalimantan. Bilder vom Juni 2009. Das Land wird offenbar für Palmölplantagen geräumt. Der Lebensraum des Waldmenschen, das ist die wörtliche indonesische Übersetzung von Orang-Utan, wird vernichtet. Wenn wir nicht rechtzeitig Bescheid bekommen von den Palmölunternehmen, können wir gar nichts machen. Natürlich haben wir ein Affenrettungsteam, aber uns sind die Hände gebunden, weil die Palmölindustrie uns nicht rechtzeitig Bescheid sagt. So sind wir hilflos und müssen hilflos mit ansehen, wie der Lebensraum der Orang-Utans zerstört wird. Die Industrie gibt uns keine Zeit, eine Lösung zu finden, einen alternativen Wald für den Orang-Utan.
Die Waldschützer im Center für Orang-Utan Protection auf Borneo versorgen die heimatlos gewordenen Tiere. Doch die Aussichten, die Affen in ihren natürlichen Lebensraum wieder zurückzubringen, sind düster. Ja, wir können die hier nicht einfach freilassen und wir können sie auch nicht einfach in den Nationalpark bringen. Meines Erachtens wäre das auch Unsinn. Denn die Nationalparks sind umgeben von Palmölplantagen und der Orang-Utan, der kennt natürlich die Grenze nicht. Trotzdem würden wir sie jetzt viel, viel lieber in den Nationalpark geben. Politiker wie Bärbel Höhn von den Grünen haben sich medienwirksam mit Orang-Utans in Indonesien gezeigt, damals während der Klimakonferenz in Bali 2007. Das schafft Aufmerksamkeit. Schon bald werden Rufe laut nach umweltfreundlichem, sogenanntem nachhaltigen Palmöl. Ein runder Tisch wird gegründet. Palmöl, für das kein Urwald vernichtet wird, soll ein Gütezertifikat bekommen. Ab 2011 soll in Deutschland nur noch Biokraftstoff im Tank oder in Stromkraftwerken subventioniert werden, wenn er aus nachhaltiger Erzeugung kommt. So steht es in der EU-Richtlinie zu erneuerbaren Energien aus dem Jahr 2009. Darin die Regelung: Biosprit darf nur noch von Flächen kommen, auf denen ab dem Stichtag 1. Januar 2008 kein Primärwald, sprich Urwald, abgeholzt wurde. Und auch kein Torfmoor zerstört wurde. Das bedeutet aber nichts anderes als das Abnicken von Fehlern aus der Vergangenheit. Hier eine riesige Plantage in Zentral-Kalimantan. Wir analysieren mit Professor Siegert ältere Satellitenbilder dieser Gegend. Hier sieht man die Situation 1991. Die Region ist überwiegend bewaldet. Und einige Jahre später, im Jahr 2006, ist es weitgehend entwaldet. Und wenn wir jetzt ein Jahr später schauen, dann sind hier erste Anzeichen zu sehen einer Ölpalmenplantage, die hier angelegt wird. Die Palmölplantage wurde eindeutig noch vor 2008 angelegt, also noch vor dem Stichtag der EU. Die Richtlinie von 2009 legalisiert die Plantage. Noch dazu steht sie auf mehreren Metern dickem Torf. Also allein hier sind es 3 Meter sichtbar. Wie viel Holzanteil im Torf? Durch die EU-Richtlinie wurde die Plantage für alle Zeiten grün gewaschen, obwohl sie auch in Zukunft Unmengen an Treibhausgasen freisetzen wird. Palmöl von unzähligen Plantagen wie dieser darf auch künftig als Biokraftstoff in Deutschland subventioniert werden. Es spielt keine Rolle, was Sie vor dem 01.01.2008 gemacht haben für die Treibhausgasbilanz. Sie können die Erträge aus dieser Plantage dann ohne Begrenzung in Zukunft in Europa nutzen. Und auch sonst schützt die EU-Stichtagsregelung den Urwald nicht vor Vernichtung, denn sie gilt nur für Kraftstoffe. Wer aber Palmöl für Lebensmittel verarbeitet, muss nach wie vor keine Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Die neue Bedrohung heißt indirekte Landnutzungsänderung. Das heißt, Regenwald darf weiterhin für die Nahrungsmittelproduktion gerodet werden. Auf den alten Plantagen wird dann Palmöl für Biokraftstoffe angebaut. Es ist zumindest ein Nachhaltigkeitsschwindel, ein leichter, denn natürlich kann ich die Produktion von Bioenergie zertifizieren, aber diese Effekte der indirekten Landnutzungsänderung, was eigentlich das Wichtigste ist in der Treibhausgasbilanz, das wird man nie kontrollieren können und nie nachvollziehen können. Und die Nachfrage nach Kraftstoffen aus Palmöl wird künstlich angeheizt. Die Bundesregierung will den Bioanteil im Sprit bis 2050 maximal erhöhen und damit ihre Klimabilanz aufbessern. Die Warnungen des Wissenschaftlichen Beirates werden ignoriert. Die Bundesregierung sieht vor, den Anteil des Biotreibstoffes auf bis zu 90% zu erhöhen. Das ist Wahnsinn. Das ist viel zu viel.
Denn erstens haben wir nicht diese Potenziale und zweitens müssen wir damit rechnen, dass damit erhebliche Umweltschäden produziert werden, über die Welt verteilt. Am Ende der Forschungsreise der Münchner Wissenschaftler vor 2 Jahren steht ein niederschmetterndes Ergebnis. Die Bilanz, wenn ich eine Ölpalmenplantage in einem Torfwald anlege, ist sehr, sehr negativ. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass dadurch das 6- bis 20-fache an CO2 freigesetzt wird, als man einsparen kann. Wir haben der Bundesregierung empfohlen, die Förderung von Biotreibstoffen komplett einzustellen. Jetzt endlich hat die Politik reagiert. Scheinbar. Im Sommer wird ein EU-Entwurf zur Änderung der Richtlinien für erneuerbare Energien bekannt. Die umstrittenen Biotreibstoffe wie Palmöl, Soja und Rapsöl sollen auf 5% Beimischungsquote begrenzt werden. Außerdem will man die Klimabilanz dieser Biokraftstoffe künftig neu berechnen. So heißt es in diesem Entwurf. Die Werte der indirekten Landnutzungsänderung sollen in die Klimabilanz mit einberechnet werden. Der Entwurf des Vorschlags der Kommission, der im Sommer in die Presse kam, der enthielt eine konsequente Umsetzung der indirekten Landnutzungswirkung in die Treibhausgasbilanz. Man hätte also wirklich gerechnet mit den Zahlen, die nachweisen, dass Raps und Palmöl schlecht sind in der Gesamtbilanz. Und diese Rechnung hätte ursprünglich so ausgesehen. Der CO2-Wert von normalem fossilen Diesel liegt bei 84 Gramm CO2 pro Megajoule. Als klimafreundlich gelten Biokraftstoffe nur dann, wenn sie mindestens 35% weniger Klimagas produzieren. Die Emissionswerte der Biokraftstoffe setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Bisher werden in der CO2-Bilanz die Emissionen bei Anbau, Transport und Verarbeitung addiert. Neu in diesem Vorschlag? Nun sollen auch die Werte der indirekten Landnutzungsänderung berücksichtigt werden. Das ist der sogenannte ILUC-Faktor. Damit schafft es wohl kein einziger Biokraftstoff die 35% Einsparung gegenüber konventionellem Diesel. Wenn man die indirekten Landnutzungsänderungen in die Treibhausgasbilanz einstellt, dann sind weitere Ausdehnungen von erster Generation Kraftstoffen, Raps beispielsweise, Palmöl, nicht mehr möglich, weil die Treibhausgasminderung, die gefordert ist, dann nicht mehr erreicht wird. Und genau deshalb sind die Hersteller von Biotreibstoffen gegen die Einbeziehung der indirekten Landnutzungsänderung, kurz ILUC, in die Klimabilanz der Biokraftstoffe. Das ILUC-Konzept basiert auf einem hanebüchenen Gedankenmodell. Und das ILUC-Konzept können Sie wissenschaftlich auch nicht belegen. Sie können es nicht messen, diesen Effekt, können ihn nur modellieren, also berechnen mit Computern. Das ist mit hohen Unsicherheiten verbunden. Tatsache aber ist, dass beispielsweise in Deutschland 2/3 der gesamten Rapsflächen zur Herstellung von Biosprit genutzt werden. Wenn aber auf vielen Ackerflächen Energiepflanzen angebaut werden, muss mehr Öl für Lebensmittel und Kosmetik importiert werden. Und für Lebensmittelpalmöl ist die Rodung des Urwaldes nicht verboten. Es ist ganz klar, dass es für einen deutschen Landwirt schwer verständlich ist, dass durch den Anbau von Biosprit in Deutschland irgendwo auf der Welt eine Nahrungsmittelfläche neu erzeugt werden muss. Wenn Sie es aber im großen Maßstab mal betrachten, dann kann man ziemlich schnell feststellen, dass dieser Effekt real ist. Und eine echte Bedrohung für die Renditen der Biospritindustrie, deren Lobbyisten offensichtlich enormen Druck ausgeübt haben. Das Kommissionspapier wird kurzfristig umgearbeitet. In der neuen Fassung heißt es nun: Die geschätzten Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen sollten aufgenommen werden. Das heißt, die ILUC wird zwar dokumentiert, aber nicht in die Klimabilanz der Biokraftstoffe eingerechnet. Diese Zahlen sind nun nur noch für die Berichterstattung vorgesehen und nicht mehr für die Entscheidung, ob man einen Biokraftstoff anrechnet oder nicht. Das heißt, es ist ein Rückschritt. Damit nimmt man de facto die Waldzerstörung in Kauf. Die EU-Kommission lehnt ein Interview ab. Schriftlich heißt es:
Die indirekte Landnutzungsänderung wird durch die 5%ige Deckelung abgeschwächt. Die Informationen über die geschätzten Emissionen der indirekten Landnutzungsänderung wird der Kommission gemeldet und können veröffentlicht werden. Dabei lehnt die Kommission die ILUG nicht grundsätzlich ab. Offensichtlich fehlt aber der Mut, es sofort umzusetzen. So heißt es, im Rahmen der üblichen Revision der Gesetzgebung wird die EU-Kommission in Betracht ziehen, neueste Ergebnisse nach 2021 in die Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe einzufügen. Dieses Zögern schadet auf lange Zeit Klima und Umwelt. Es geht schlicht um Existenzen, die bedroht sind. Und auf der anderen Seite natürlich um unsere Umwelt. Und ich würde dafür plädieren, dass langfristig unsere Umwelt wichtiger ist. Seit fast zwei Jahrzehnten kämpft Professor Siegert für die Erhaltung des Regenwaldes in Borneo. Er versucht, die Interessen von Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen. Und er will weitermachen, auch wenn die aktuellen Entwicklungen entmutigend sind. Wir schauen ja verschiedene Regionen in Indonesien an und stellen fest, dass sozusagen Palmölplantagen sich überall stark ausbreiten. Also das hat eine ganz große Dynamik angenommen. Eine Dynamik, die von der Politik endlich erkannt werden muss. Jetzt liegt der Kommissionsvorschlag bei den EU-Parlamentariern und den Staatschefs. Noch ist die Chance für einen besseren Schutz unserer Regenwälder und unseres Klimas nicht vertan.